Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema heilsames Malen für mehr Leichtigkeit. Heute male ich wieder mit dir zusammen Aquarell, in Aquarell ein Porträt, und gerade Aquarell eignet sich wunderbar, wenn ich so besinnliche Momente mit mir selber haben möchte, wenn ich Freude in mein Leben bringen möchte. Alles, was so leicht von der Hand geht, so fluffig ist, da empfehle ich immer Aquarell, und das zeige ich dir heute. Und dieses Porträt oder expressive Porträts in Aquarell sind nicht so schwer, wie man immer denkt. Es soll ja auch ein Bild der Freude werden, ja, das heißt, es ist dein Bild, es ist was Wunderschönes, und spiel ruhig mal mit den Farben, mit den Formen, lass es fließen. Wenn dich heilsames Malen und Hochsensibilität interessiert, habe ich dir hier einen Link bzw. eine Playliste vorbereitet mit wirklich spannenden Videos, teilweise auch in Aquarell. Ja, und jetzt geht's hier los. Jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe mir ja noch gar nicht richtig vorgestellt, für die mich noch nicht kennen. Ich bin Karin, und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit. Und es ist für mich also mein persönliches Thema. Ich male seit meiner Kindheit, und mir hat die Malerei dazu verholfen, vor über 20 Jahren tatsächlich mit Alkohol, Drogen und Medikamenten aufzuhören. Und diese Erfahrung gebe ich ihr weiter, wobei du nicht süchtig sein musst, um von meinen Erfahrungen oder von den Therapieformen, die ich hier vorstelle, profitieren zu können. Ja, die Wärme hier. Okay, von dem Material her jetzt, ich beginne hier gerade mit dem Bild. Wenn du dir eine Skizze oder vorzeichnen und nicht so zutraust, dann pause es gerne ab, geht auch. Bei diesem Bild ist es so, dass wir eine Skizze haben, also ein Gesicht, eine Zeichnung. Das heißt, wir haben so gesehen einen äußeren Rahmen, eine gewisse Struktur. Und innerhalb dieser Struktur bewegen wir uns jetzt frei und fließend. Und von den Farben her fühle ich mich hier bei diesem Bild gerade so ein bisschen rein. Ja? Genau weiß ich, also ich weiß seltenst, wohin die Reise geht. Ja? Manchmal wird es was, also für mich jetzt, manchmal denke ich mir, naja, dann tust du es mal wieder ein bisschen überpinseln. Ist ja jederzeit möglich. Du hast auf dem Papier, auf der Leinwand, hoppala, jetzt bin ich wieder gegen die Kamera gekommen, hast du alle Freiheiten, die du dir vorstellen kannst. Es ist dein Bild, deine Arbeit, dein Raum. Ja, also sorge auch dafür, dass du ein paar Mal in der Woche ungestört bist, dass du deinen eigenen Raum hast. Eine schöne Atmosphäre. Wir sind ja heute im Thema Freude, ja, Freude im Tun. Und ich kann jetzt da noch gar nicht so viel erzählen, weil ich immer noch hier, man sieht es, am Ausprobieren bin. Ja, das ist jetzt von den Farben her ganz kurz. Das sind Aquarellfarben aus der Tube. Ich arbeite unwahrscheinlich gern mit denen, weil ich kann die einfach stehen lassen. Ne? Die trocknen und dann male ich beim nächsten Mal weiter. Punkt. Also auch bei mir muss es praktikabel sein. Ne? Also es ist praktisch, ich stelle es hin und passt. Okay. Jetzt sieht man nun, dass ich vom Bild her mir ein bisschen Schatten, hell, dunkel schon angelegt habe. Muss nicht sein, mir war danach. Und
vom Gesicht, von expressiven Porträts, hast du sämtlichen Freiraum. Ja, du könntest theoretisch jetzt auch ein Bild abmalen oder du überlässt dich komplett deiner Fantasie, deiner Inspiration, ja, deiner inneren Führung. Also bei mir ist es weiblich, kann aber natürlich auch männlich sein, ne? Natürlich geht auch. Meine innere Führung beim Malen ist weiblich. Und die hat auch einen Namen und manchmal spreche ich dann während des Malens mit ihr und sage, Mensch, du, hilf mir mal ein bisschen. Ich finde mich gerade nicht. Und bei diesem Bild, also Aquarell hat eine weitere, das ist übrigens gerade Tusche, was ich auftrage, Aquarell, Tusche, Acrylfarben mit Wasser vermischt. Man hat den Vorteil, dass ich langsam arbeite. Ja, das geht eigentlich nicht so schnell, sondern ich lasse mir Zeit. Es ist, kann sinnlich sein, ja, dann setze ich mich mal wieder kurz hin. Ich muss ja Trockenphasen, wir sehen es nachher, wenn ich in die Lasur gehe. Ich muss Trockenphasen einhalten, das heißt, ich muss dann einfach mal eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde, gut, jetzt ist es heiß, da geht es schneller. Ich muss da einfach mal warten, ja, und das ist das Schöne. Jetzt habe ich den Ton mit rein, das machen wir jetzt, dieses Tusche. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Dadurch wären die Videos leichter auffindbar. Und wenn du magst, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren, damit du kein weiteres Video verpasst. Ja, und hier kritzel ich im Kopf. Bisschen rum mit Tusche und Feder. Das habe ich mir übrigens auch selber zusammengebastelt. Also ich fange da schon, also wenn ich jetzt im Nachhinein das Bild dokumentiere, darüber spreche, fange ich an, ja, zum Spielen ein bisschen, ne, würde ich sagen. Ich probiere aus, leg vielleicht eine Farbe oder überleg mir eine Farbe und denk mir, nee, das ist doch nicht meine Farbe. Leg sie beiseite. Dann hier kommt wieder hell-dunkel. Ne? Gesicht kommt ja gut zum Ausdruck, wenn man hell-dunkel ein bisschen mit anlegt. Muss aber auch nicht sein. Und dieser ganze Prozess, ja, also mit Trockenzeiten, also mit Warten, bis ich die nächste Lasur auftragen kann, sind schon ein paar Stunden. Aber ich wollte mir auch Zeit lassen. Oder die Zeit habe ich mir auch genommen. Bisschen schöne Musik aufgelegt, die kann ich natürlich nie im Hintergrund spielen, weil das YouTube ja nicht zulässt. Aber guck nach deiner Musik. Überleg dir, welche Musik, welche Farben Freude signalisieren für dich oder für Freude stehen. Jetzt wird ein bisschen hell-dunkel. Ja, da ist sehr heiß, man hört den Straßenlärm hinten, aber ich höre den, ehrlich gesagt, wenn ich male, höre ich den gar nicht mehr. Oder meistens habe ich ja dann auch Kopfhörer auf. Und hier jetzt, du kannst auf Aquarellfarben natürlich auch die nächste, eine andere Farbe drauflegen. Also eine Lasur, eine zweite Farbe überlegen, übermalen. Und von den Farben, die Stifte, die du siehst, hier siehst, das sind Paint, ich glaube diese Paintbrushing oder wasservermalbare Aquarellstifte. Und jetzt hier
beginne ich auch zum bisschen zum Spielen, was ich selten mache. Also ich habe ja verschiedene Techniken, die ich, oder Stile, Malstile. Und hier fange ich an, verschiedene Malstile von mir einfach mal in ein Bild rein zu integrieren. Also praktisch abstrakte Spielereien plus Kopf. Geht auch. Da kommen wunderschöne Werke raus, Bilder raus. Von den Farben, du kannst, wenn du magst, im Vorfeld drei, ich würde bei Aquarellporträt, expressiven Porträts, maximal mit 3-4 Farben arbeiten, weil es fließt sowieso ineinander. Sonst wird es zu extrem. Wobei jetzt hier, das habe ich zum Beispiel zum ersten Mal gemacht, dass ich tatsächlich im Kopf eine zweite Lasur angelegt habe, eben nur für einen Teilabschnitt. Und ich fand es irgendwie witzig. Aber wie gesagt, der Fokus ist definitiv bei diesem Video Freude, Besinnlichkeit, eine besinnliche Zeit mit dir selber. Ja? Spaß haben. Spaß, Freude. Und ich hoffe, dass ich dir ein paar Tipps geben konnte bei diesem Video. Also mir persönlich hat es einfach Freude bereitet. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, über mich und meine Arbeit, dann besuch mich gerne auf meiner Website. Unten in der Beschreibung ist die Verlinkung und informier dich über Seminare und Workshops oder eine mögliche Zusammenarbeit. Es ist jetzt langsam, wird's heiß hier, fast 30 Grad. Wir haben ja heute den heißesten Tag und ich merke, dass meine Konzentration drunter geht, aber das macht nichts. Nichtsdestotrotz bleiben wir beim Malen und bei der Freude. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Umsetzung. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne oder schreib mir unten in den Kommentar und ich melde mich oder ich beantworte. Jetzt höre ich auf zum Reden. Oh Gott, ich merke es. Viel Spaß und bis bald.